Einen wunderschönen guten Abend, Mittag. Was auch immer, ist mir auch scheißegal, was ihr gerade für Wetter oder Verhältnisse in eurem Umfeld habt oder wie auch immer. Herzlich willkommen auf Pitchko, meine Damen und Herren. Mit der Jing Axe Voice. Wir spielen heute DBD. Es handelt sich hier um keine Übertragung. Alles live. Ihr wisst Bescheid, meine Damen und Herren. Guckt euch das Video an, wenn ihr Bock habt, wenn nicht. Lasst ein Dislike da, bevor ihr das Video beendet oder wegskippt. Bevor ihr das Video wegspult, fickt eure Mütter. Wenn du dich angesprochen fühlst, der das Video gerade schaut, dann schick mal Link. Es gibt immer einige Killer in dieser Szene, die uns hops nehmen. Das wäre zum Beispiel Alien oder wie der Pisser auch mal heißt. Oder dieser Resident Evil Survivor ist genauso ein dreckiger Hund. Der sieht aus wie mein Arsch, nur blond. Und diese Radiator ficken wir auch weg. Wir sind der Killer, Motherfucker. Wenn ihr wisst, was ich meine, Alter. Irgendwann muss man damit klarkommen und damit rechnen, dass wir die ganzen Survivor an den Arsch ficken. Ihr hört selber, das macht pluff pluff. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und wir machen ein X auf den Boden. Und dafür werdet ihr schon. Danach werde ich mich klonen. Danach kommt James Bone. Oh yeah, meine Damen und Herren. Also, meine Damen, mache sie fertig. Ganz genau, meine Damen und Herren, ihr habt diese Lache gerade gehört. Es handelt sich hierbei um eine. Halt deine Fresse. Ich gehe kurz meine Kohlen holen für die Shisha, meine Damen und Herren. Guckt euch das Video auf jeden Fall weiter an. Also, wie ihr sehen könnt, machen wir die Runde auf Galaxy-Basis. Wir nehmen alle Hops. Die ganzen Pisser werden natürlich dementsprechend aufgehängt. Wir haben bereits schon eine Person aufgehängt, namens Aleomicho93. Und der Rest wird jetzt noch erledigt. Da ist schon jemand, den folgen wir jetzt. Der hat eine schöne Hose übrigens, gefällt mir sehr. Seine Unterhose rutscht fast. Wenn ich ihn jetzt noch erwische, dann hat er ein Problem und ist nackt. Da hat er Eier gehabt in seiner Hose als in seiner Tasche. Und den Pisser hängen wir auch auf und die Schlampe nehmen wir auch mal mit. Wir haben ja extra Fingernägel, dass wir das alles regeln können und erstechen können. So. Es gibt halt einige Leute, die das immer ernst nehmen, die Beleidigungen, was ich nicht verstehen kann. Aber naja, jemand, deren Prophete ficken. So, die haben wir auch erwischt. Und weiter geht es. Dumme Amabulle. So, also wir sind auf jeden Fall sehr gut am Start. Nicht mehr lange und wir haben alle Survivor erledigt. Und somit ergibt sich das ein gutes Ergebnis für dieses Video. Ja, das machen wir ganz kurz kaputt und fahren fort. Irgendwo müssen die Survivor sich ja versteckt haben und da habe ich jemanden gesehen, direkt meint Herren rechts. Genau geradeaus und nach oben.
Da befindet sich die Schlampe, die will den Radiator, glaube ich, nutzen, aber kann es nicht, weil ich jetzt hinterher renne natürlich. Und dieses Brett wird genauso wenig was bringen. Genau deswegen. Jetzt nehmen wir den Ausweg und wir sind easy dahin gekommen durchs Teleportieren. Und das Teleportieren hat alles richtig gemacht. Also durch das Teleportieren, das war alles richtig. Und da hat die Musik schon aufgehört, weil wir die Pisser verloren haben. Macht euch nix draus. Alle drei Pisser sind verletzt. Die eine Schlampe namens Arda Ursk 94 hängt, glaube ich. Ja, ich mache extra Jink Axel Voice, weißt du? Dann lade ich so, weißt du, ein bisschen. ASMR. Oh, Kinderspiel. Ja. Ja, das ist doch mal eine einfache Runde auf jeden Fall. Das sind bereits die nächsten. Und ab die Post. Ja, das ist das kleinste Problem. Na, lieber mal nächstes Mal keinen Rock anziehen, du Bitch. Ja, ich würde sagen, ich ziehe an der Shisha jetzt, meine Damen und Herren. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ist das gerade live? Nein? Nein? Dann nicht, dann verpisst euch. So. Dann mal guten Appetito. Wow, das. Ja, das ist natürlich immer sehr geil. Zweimal der gleiche Trick, also keine Ahnung.
Scheiße. Yeah.